Hallo und willkommen zur 84. Folge von Kraut und Rüben und Videospiele. In der heutigen Folge möchte ich immer noch beim Nintendo Entertainment System bleiben und auch weiterhin bei dem Thema der gelungenen Spielhallenkonvertierungen für die damals aktuellen Heimcomputer oder Heimkonsolen. Und dafür habe ich mir heute einmal den NES-Klassiker Life Force rausgepickt. Life Force basiert auf dem Spielhallenklassiker Salamander, ist für das Nintendo Entertainment System dann damals umbenannt worden und eben unter Life Force erschienen. Das werde ich beim Laufe des Spieles gleich ein bisschen erklären. Life Force ist nämlich doch ein bisschen länger als die Sachen, die ich meistens bei Kraut und Rüben durchspiele. Ich meine, es ist jetzt kein Mammutwerk, wo ich jetzt irgendwie 3 Stunden für brauche. Aber ich sag mal so, da ich jetzt auch nicht der beste Shooter-Spieler bin, schaffe ich Life Force jetzt auch nicht unbedingt so in 10 Minuten, 15 Minuten. Und deshalb erkläre ich alles weitere während des Spiels und starte jetzt auch direkt. So. So, ja gut, jetzt zu Anfang möchte ich aber einmal das Extrawaffensystem kurz erklären. Ja, ihr seht ja gerade diese Energiekristalle, die hier auf dem Bild sind. Ich mach mal eben Pause. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einmal so ein Energiekristall einsammle und es meine Waffen leiste, rutscht dieses Viereck ein Stück nach rechts. Momentan steht es auf Speed. Und jedes Mal, wenn auf jeden Fall dieses Kästchen dann auf der Waffe ist, das ich ganz gerne haben möchte, kann ich diese per Knopfdruck aktivieren. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich bei meinem Extrawaffensystem ja schon ein bisschen flexibler bin, als bei vielen anderen Shootern aus der Zeit, wo ich halt nur bestimmte Extrawaffensymbole einsammle und dann eben darauf angewiesen bin, welche Waffen gerade erscheinen. Hat allerdings auch den Nachteil, dass man eben auch sehr, sehr lange braucht, bis man sein Raumschiff so weit hochgelevelt hat, dass man eben auch eine anständige Feuerkraft hat. Und da man bei Life Force auch jedes Mal seine komplette Bewaffnung verliert, wenn man Leben verliert, ja, ist es halt gerade in späteren Levels doch sehr, sehr schwer, sich dann wieder hochzuleveln. Ich werde jetzt auch direkt weitermachen. Ich wollte nur einmal das Extrawaffensystem ein bisschen erklären, da Life Force doch sehr hektisch ist und ich während des Spiels nicht dazu kommen werde. Das erste, was ich übrigens versuche mir zu erkämpfen, ist das Option. Klick, so, ihr seht es gerade, jetzt habe ich es aktiviert und das Option ist halt quasi, ihr seht es ja gerade, so ein Satellit. Missel. So ein Satellit, das die exakt gleiche Feuerkraft hat wie mein eigenes Raumschiff, wodurch sich, ja, meine Feuerkraft natürlich verdoppelt. So, als nächstes ist das Schutzschild, das habe ich jetzt auch direkt aktiviert. Also das Schutzschild kann 3 oder 4 kleinere Treffer abfangen, bevor es dann kaputt geht. Also gegen dickere Gegner oder viele dicke Gegner ist das Schutzschild ziemlich wirkungslos, also da verliere ich dann trotzdem sofort ein Leben und eben auch meine komplette Bewaffnung. Aber gegen kleinere Schüsse ist das schon sehr, sehr praktisch und im Grunde auch überlebensnotwendig, weil Life Force ist wirklich kein leichtes Spiel. So, jetzt bin ich eigentlich schon ganz gut bewaffnet. Das nächste, was ich mir jetzt noch versuchen werde zu holen, ist das zweite Option. Also mehr als 2 Options geht auch nicht. Dann wird das Spiel wahrscheinlich auch hart anfangen zu ruckeln. Das Nintendo Entertainment System, ja, kann eben auch nicht unbegrenzt viele Objekte darstellen. Zack, Option. Dann bin ich eigentlich für den Anfang schon ziemlich gut ausgerüstet. Ach so, was bei Life Force auch sehr fair ist, man bekommt eigentlich ziemlich gut neue Freileben. Zum einen bekomme ich alle 20.000 Punkte Freileben. Hin und wieder sind die aber einfach auch an versteckten Orten versteckt. Hier ist zum Beispiel eins, das blinkende Ding. Zack, Freileben. Und man muss dazu sagen, lebenstechnisch kann man sich bei Life Force eigentlich sehr, sehr schnell eindecken. Wenn ich mich hier unten durchschieße, bekomme ich übrigens gleich nochmal ein Freileben. Das bekomme ich auch nur, wenn ich hier unten bin.
Hier empfiehlt es sich übrigens, die Satelliten hinten zu lassen, weil die einen auch nochmal so ein bisschen schützen. Zack, und freileben. Mitnehmen. Jetzt kommt dann nochmal der Boss. Und ja, dann habe ich Level 1 auch abgeschlossen. Bei einigen Bossen ist es so, dass sie ziemlich lange brauchen, bis sie sich aufbauen. Das ist gerade am Anfang, wenn man Life Force zum ersten Mal spielt, zwar sehr, sehr beeindruckend, weil dadurch halt schon eine gewisse Spannung aufgebaut wird. Wenn man das natürlich dann auch eben auch ein bisschen öfter spielt, weil man eben auch öfter kaputt geht, ja, zieht sich das so ein bisschen. Aber im Grunde gesehen finde ich das eigentlich hübsch, dass ja, es bei einigen Bossen halt wirklich noch so eine Anfangsanimation gibt, weil da eben doch schon ja, eine gewisse Bedrohung aufgebaut wird. Finde ich hübsch. Den muss ich am Auge treffen. Die Hände kann ich nicht zerstören. Der ist, ja, mit ein bisschen Übung, aber eigentlich ziemlich leicht zu besiegen. Aber gut, ist halt der erste Boss. Zack. So, Level 1 ist geschafft. Ja gut, das nächste, was ich jetzt versuche mir zu erkämpfen, ist erstmal der Laser. Wenn ich den habe, bin ich eigentlich schon beinahe perfekt ausgerüstet. Ich kann den Laser dann nochmal eine Stufe ausbauen. Zack, Laser. Ja, dann habe ich eigentlich wirklich die stärkste Bewaffnung, die möglich ist. Ach so, ich habe am Anfang schon erwähnt, dass Life Force ja im Grunde die Automatenumsetzung von dem Spielhallenklassiker Salamander ist. Salamander erschien ja 1986 in Spielhallen und ist dann unter anderem eben auch für das Nintendo Entertainment System erschienen. Umgesetzt hat das Spiel Konami persönlich. Und erwähnenswert wäre vielleicht, dass der Level hier, der hier Level 2 ist, bei der Original-Spielhandfassung erst der vierte Level ist. Zack, Laser. So, beste Bewaffnung, die ich haben kann. Und ja, dass das hier wirklich beim Originalautomaten erst der vierte Level ist. Am Spielautomaten ist der zweite Level so ein reiner Weltraum-Level, also ohne große Hintergründe. Man fliegt wirklich nur an so einem All vorbei, an so einer Weltraumlandschaft. Und ja, der Level ist dann bei der Nintendo-Version ganz entfernt worden. Dafür wird dann der vierte Level zum zweiten vorgezogen. Das hat Konami damals sehr, sehr häufig gemacht. Also Konami hat ja ihre Spielhandtitel meistens persönlich für die Konsolen umgesetzt. Ups, ah, eine schwere Stelle. Und ja gut, das natürlich auch naheliegend war, dass das kleine Nintendo Entertainment System, auch wenn es zwar für die damalige Zeit schon eine sehr starke Heimkonsole war, ein Spielhallenautomat war grafisch und technisch natürlich nochmal ein ganzes Stück stärker, dass Konami dann nicht einfach... Ups, boah. Das Geflacker hat mich gerade so leicht irritiert. Dass Konami ihre Spiele dann nicht einfach nur eben technisch schwächer für das Nintendo umgesetzt hat, sondern dann eben versuchte, dieses technische Defizit dadurch wieder wettzumachen, indem die Spiele halt oftmals erweitert wurden oder vom Gameplay halt verbessert wurden. Und ja, ich habe ja in den letzten Folgen schon mal Protector, also Contra, vorgestellt und habe da ja auch erzählt, dass die Nintendo-Version ein ganzes Stück länger war als das Spielhallen-Original. Und ja, das hat Konami damals bei vielen Titeln gemacht. Ja, es hat also schon seine Gründe, dass Konami in den 80er und 90er Jahren ja, wirklich so mit zu den beliebtesten und populärsten Videospiel-Publishern gehörte, wenn es um die damals aktuellen Videospielkonsolen ging. Der Boss ist auch schwer, der schießt gleich so dicke Kugeln, die mich auch sofort killen. Deshalb muss ich hier nämlich auch schnell sein. So, okay, geschafft. Ernsthaft, bei dem werde ich mal nervös, weil der mich auch mit einer dicken Kugel sofort zerstört. Hier ist übrigens doch irgendwo ein verstecktes Freileben. Ah, da ist es. Ihr seht das blinkende Ding. Zack. Und ein Leben dazu bekommen. Und der Levelboss. Mit der richtigen Bewaffnung ist aber eigentlich auch kein allzu großes Problem.
bin ja bereits auf die technischen Schwächen des Nintendos eingegangen, also eigentlich schon mehrmals in den letzten Folgen. Mir ist auch ein ganz schönes Beispiel, wo man das merkt. Das ist die normale Geschwindigkeit, ja, wie der Boss sich eigentlich bewegen sollte. Ab dem Moment, wo aber zu viel auf dem Bild los ist, also wenn ich am Schießen bin mit der vollen Bewaffnung, sieht man schon, dass das Nintendo Entertainment System jetzt doch ja leicht überlastet ist, so viele Figuren gleichzeitig zu berechnen und darzustellen. Ja gut, das ist halt eine Schwäche des Nintendo Entertainment Systems, das Ding war halt kein Automat. Aber es gibt halt tatsächlich relativ viele Levels, wo man das ja eben auch wirklich benutzen kann, also diese unfreiwillige Zeitloop-Option, um das ein bisschen leichter zu machen. Und ja, da... weniger reden, mehr spielen, Reinhard. Und ja, da Life Force eben auch kein sehr leichtes Spiel ist, bam, werde ich diese Option auch nutzen, wenn ich sie brauche. Das ist vielleicht nicht fair, aber das Spiel ist ja auch nicht fair zu mir. So. Der Level ist, zumindest in der ersten Hälfte, eigentlich ziemlich einfach, sofern man eben voll ausgerüstet ist. Ich muss mich jetzt gleich, wenn ich durch diese Flammen fliege, mich eigentlich die ganze Zeit nur ziemlich weit unten links im Bild halten. Und ja, wenn ich mich in alle Richtungen verteidigen kann, was ja unter anderem ganz gut funktioniert, bin ich da eigentlich auf der sicheren Seite. Das klappt zumindest die erste Hälfte. Später muss ich ein bisschen ausweichen, weil dann diese noch so Feuerarme aus den Flammen kommen. Aber ansonsten ist der Level mit der Bewaffnung ziemlich simpel. Sollte man übrigens hier nicht die volle Bewaffnung haben oder gerade kaputt gegangen sein, ja, dann kann man hier eigentlich abbrechen, weil der Level ist dann definitiv nicht mehr schaffbar. Was ja meiner Ansicht nach auch wirklich so einer der Hauptschwachpunkte von Life Force ist. Ich mag das Spiel für Nintendo Entertainment System, technisch ein brillanter Titel. Auch spielerisch macht das Ding Spaß, gerade mit den Veränderungen gegenüber vom Spielhallen-Original. Aber ja, das ist halt schon so ein Punkt, den ich persönlich sehr unangenehm finde, dass man theoretisch wirklich nur ein Leben hat, praktisch nur ein Leben hat. Auch wenn man genug Freileben bekommt, weil man ja ab dem Moment, wo die Bewaffnung weg ist, ja im Grunde keine Überlebenschance mehr hat. Kommt uns gleich irgendwo ein Freileben oder habe ich das schon verpasst? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Irgendwo hier oben sollte noch ein Freileben sein. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Wer sich übrigens wundert, warum ich die ganze Zeit am Schießen bin, selbst wenn gerade keine... Ah, da ist es. Zack. Selbst wenn gerade keine Gegner da sind. Das liegt einfach daran, dass ich generell sehr nervös bin bei Life Force. Und, ja, lieber zu viel schieße als zu wenig. Der Levelboss ist übrigens auch exklusiv für die Nintendo-Version. Am Automaten gab es den nicht. Ist mit der richtigen Bewaffnung aber eigentlich auch gut zu erledigen. Geschafft. Und Level 4. Der Level ist übrigens auch wieder exklusiv für die Nintendo-Version. Ich habe ja schon erwähnt, der vierte Level des Automaten ist ja hier Level 2 gewesen. Und da der Level jetzt natürlich fehlt in der Nintendo-Version, ist der Level dann wirklich durch einen komplett neuen Level ersetzt worden. Ja, das halte ich für eine richtig schöne Idee. Wie ich bereits sagte, Konami hat das ja oft gemacht, da sie ihre Videospiele, ihre Spielhandtitel, wenn sie die dann für die Videospielgeräte umgesetzt haben, dann meistens nochmal ein bisschen verlängert oder verbessert haben oder ergänzt haben. Und
Also ich finde, den Level hier finde ich richtig hübsch. Ich muss übrigens mal erwähnen, dass Salamander übrigens eine recht interessante und auch eine sehr verworrene Veröffentlichungspolitik hatte. Das Spiel erschien ja damals in Japan unter Salamander 1986 und unter dem Namen ist es dann auch in den meisten anderen Ländern erschienen. Es gab dann tatsächlich für Nordamerika gab es dann eine geänderte Version von Salamander, war spielerisch im Grunde das gleiche Spiel, nur die Levelgrafiken waren anders. So dass halt aus dieser Weltraumthematik ja eigentlich eher so ein Spiel mit so biologischen Grafiken gemacht wurden. Also alles so ein bisschen ja, organischer, ein bisschen alienmäßiger. Und diese Version ist dann später auch nach Japan zurück importiert worden, dann auch wieder unter Life Force. Es wurden dann noch mehr Grafiken editiert. Es gab halt ein neues Extra-Waffensystem. So dass Life Force dann im Grunde zwar immer noch dasselbe Spiel war wie Salamander, aber grafisch halt schon komplett anders aussah. Und man kann eigentlich sagen, dass die Nintendo-Version ja quasi ein erweiterter Remix von allen bisherigen Spielhallenfassungen ist. Der fünfte Level, also Level, der hier nachkommt, der ist übrigens auch wieder exklusiv für die Nintendo Entertainment Version entworfen worden. Bei der Original-Automaten-Version ist der fünfte Level wieder mal so ein reiner Weltraum-Level gewesen. Der ist, okay, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, die können einen nämlich direkt zerstören. Achso, ich zeige euch übrigens mal den Ripple-Laser, den habt ihr noch gar nicht gesehen. Seht jetzt gerade, ich habe den Ripple-Laser mal genommen. Normalerweise benutze ich den ehrlich gesagt nicht. Ich habe ihn jetzt nur einmal benutzt, damit ihr den für die Aufzeichnung sehen könnt. Ist im Grunde gesehen eine ganz nette Waffe, aber der Laser ist da einfach doch mal ein ganzes Stück besser. Ja, ich habe jetzt den Ripple Laser einmal benutzt, damit ihr den sehen könnt. Und der Boss, den finde ich übrigens auch richtig stylisch, auch exklusiv für die Nintendo-Version. Ich bereue jetzt übrigens gerade, dass ich einen Ripple Laser genommen habe, ehrlich gesagt. Das war eine blöde Idee. Ich stelle gerade fest, der ist doch ein ganzes Stück schwächer. Oh, ich habe kein Schild mehr! Ich habe kein Schild mehr! Oh. Knapp. Ich habe jetzt gerade festgestellt, der Ripple Laser war jetzt doch schwächer, als ich den ehrlich gesagt in Erinnerung hatte. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Das heißt jetzt ganz, ganz schnell auf ein Schutzschild kämpfen. Sonst habe ich nämlich derbes Problem. Der Schwierigkeitsgrad zieht nämlich jetzt richtig an. Ihr seht ja gerade diese orangenen UFOs, Raumgleiter, was auch immer, was mich da angreift. Normalerweise schießen die ja nicht, sondern sind eigentlich quasi nur dafür da, damit ich mich schnell aufleveln kann. Aber wie ihr gerade gesehen habt, die schießen jetzt auch auf mich. Und das haben die halt ja vorher nicht getan. Also was ich sagen will, der Schwierigkeitsgrad zieht jetzt echt hart an. Also wenn man jetzt hier seine Bewaffnung verlieren sollte, ups, hat man ein Problem. Die kann man übrigens nicht abschießen. Also einige kann man abschießen, aber auch nur sehr wenige. Die Stelle ist auch richtig schwer, wenn man hier wirklich nur die Standardbewaffnung hat. Die ist der Splitter, nämlich diese komischen blauen Dinger. Wodurch man denen natürlich auch sehr schlecht ausweichen kann. Ich will meinen Laser langsam wieder haben. We'll be right back.
Und ja, die Schwierigkeitsgrad, ich meine, ihr seht ja gerade, wie viel Gegner mittlerweile hier sind und wie viele Gegner auch auf mich schießen, auch eine sehr, sehr hohe Schussrate haben. Jetzt stellt euch das wirklich mal mit der Standardbewaffnung vor, mit der Standardgeschwindigkeit, also ja, viel Freude hat man da nicht mehr. Der Level ist auch exklusiv, oh Mist. Der Level ist auch exklusiv für die Nintendo-Version entworfen worden. Beim Original ist das ein reiner Weltraum-Level, der sich zudem auch sehr schlecht spielt, meiner Ansicht nach. Hier habe ich auch mal ein bisschen Angst. Und da bin ich echt dankbar, dass der Spielhallen-Level rausgeflogen ist, weil der spielt sich wirklich nicht schön. Und man dafür eben ja diesen Level gemacht hat. Zum einen sieht der erheblich stylischer aus, eben als so ein reiner Weltraum-Level. Ja, was ich auch hübsch finde, dass das eben auch generell so ein Höhlen-Level ist. Und ich meine, Höhlenlevels in Shootern ist jetzt generell ein eher seltenes Thema. Nochmal ein Laser. So, geschafft. Und zumal geht das gleich in so einem ja, Pharaonen-Level weiter. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr originell. Doch, also ich muss sagen, das mag ich. Sehr, sehr schöner Level. Hier wird es übrigens auch gleich nochmal richtig schwer. Hier muss ich mich gleich durch so sehr, sehr enge Passagen kämpfen, die sich zudem noch bewegen. Wo eben, klar, auch ein Treffer mir sofort ein Leben abzieht. Ihr seht es gerade. Weil die Kollisionsabfrage ist zum Glück sehr großzügig. Ja, ich darf ihn natürlich trotzdem nicht berühren. Was ich hier übrigens hübsch finde, wenn man jetzt keine Bewaffnung mehr hat, weil man vielleicht vorher kaputt gegangen ist, in dem Teil kann man sich gleich sehr, sehr schön wieder aufleveln. So, hier sind relativ viele Kristalle gleich zu finden. Ihr seht es gerade, also hier kann man sich eigentlich sehr, sehr gut wieder aufleveln. Ich versuche übrigens jetzt direkt genug Kristalle einzusammeln, dass das Kästchen gleich direkt auf dem Schild sitzt. Ihr seht ja gerade unten, das Kästchen ist jetzt da, wo das Schild normalerweise ist. Das heißt, sollte ich mein Schild gleich verlieren und schnell genug reagieren können, ja, kann ich mein Schild natürlich direkt neu aktivieren, anstatt eben mich erst wieder darauf hinkämpfen zu müssen. Wobei, ich habe ein frisches Schild, weil ich es ja gerade schon verloren hatte. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Zumal Level 6 vom Schwierigkeitsgrad her echt extrem schwer ist. Das ist übrigens auch so ein Levelboss, der ja jetzt eine ganze Weile braucht, bis der ja quasi angreift. Wenn man es öfter spielt, zieht sich das irgendwann. Aber auch eine Stelle, die ich sehr, sehr schön finde. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal damals da gewesen bin, also Anfang der 90er Jahre. Wo ich halt Life Force damals zum ersten Mal auf Nintendo gespielt habe. Also hier war ich echt wirklich hart beeindruckt und habe ich gefragt, okay, wie greift er jetzt an? Weil man da eben auch so, ja, schon ein bisschen Angst hatte, weil man eben auch nicht wusste, wie reagiert der Gegner jetzt. Der ist aber auch mit der vollen Bewaffnung nicht zu schwer. Ihr seht übrigens auch nochmal ganz klar, dass das Nintendo Entertainment System mit so viel Geschossen auf dem Bild doch schon leicht überfordert ist. So, geschafft. Letzte Level. Der Level ist richtig schwer. Also, wenn ich hier ein Leben verlieren sollte, schaffe ich es auch selten, mich wieder hoch zu leveln. Weshalb ich ja hier natürlich jetzt echt so ein bisschen Angst habe. Zumal, ja, ihr seht gerade, die greifen alle extrem schnell an. Viele Gegner können mich auch zerstören, trotz Schutzschild. Also, klar ist der letzte Level, der muss anziehen. Aber hier wird es jetzt wirklich schwer. Ich würde jetzt normalerweise noch einen Speeder nehmen, da das Kästchen immer gerade auf der Fläche mit dem Schutzschild ist und ich das jetzt ehrlich gesagt nicht aktivieren möchte, also nicht wegwerfen will. Ja, spiele ich jetzt ehrlich gesagt lieber mit dem Raumschiff, das einen Tacken langsamer ist, als jetzt, ja, mein potenziell nächstes Schutzschild zu gefährden.
Vor allem, was jetzt gerade ein bisschen schäbig ist, was ich hier mache. Da ich die ganze Zeit am Schießen bin, ist das Spiel eben auch langsamer. Ich habe ja schon erwähnt, der Nintendo kann auch nicht alles schnell genug berechnen, um es auch darzustellen. Stellt euch das mit dem schwachen Raumschiff und der Standardwaffnung vor. Und ihr wisst, warum ich halt stets Angst habe, an Waffen zu verlieren. Da ist es auch egal, wie viel Leben ich zu dem Zeitpunkt habe. Okay, ich habe jetzt 13. Aber glaubt mir, auch die 13 Leben sind sehr, sehr schnell verbraucht, wenn man keine Bewaffnung mehr hat. Ich muss übrigens sagen, ich finde den Soundtrack in dem Level so ein bisschen deplatziert. Also dafür, dass man es hier gerade so quasi auf das große, furchterregende Finale zurast, ist der Soundtrack doch sehr, sehr fröhlich und sehr, also da klingt eigentlich mehr nach einem gemütlichen Weltraumflug und nicht unbedingt nach dem großen Finale, wo man jetzt quasi um Leben und Tod kämpft. Also der hat mir beim C64 da besser gefallen. Wer sich jetzt übrigens denkt, Lifehouse ist doch gar nicht so schwer, ich weiß gar nicht, was der Reinhard die ganze Zeit erzählt, warum er so nervös ist. Ich komme hier gerade relativ souverän durch, weil ich halt einfach sehr, sehr gut bewaffnet bin. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich habe im Grunde fast, eigentlich quasi nur dieses... Ups. Glück gehabt. Dieses eine Leben, weil, ja, wenn die Bewaffnung weg ist, ich bekomme hier auch keine neuen Items mehr, also nicht mehr viele. Muss ich den Rest des Spieles mit dem Standardraumschiff durchspielen. Übrigens, die obligatorischen Ostereier-Inselköppe dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, Salamander ist ja ein Spin-off der Grados-Reihe. Und diese Ostereier-Inselköppe, das ist halt ein ganz klares Zeichen der Grados-Reihe. Also jeder Grados-Titel hat diese Ostereier-Inselköppe. Ich vergesse ehrlich gesagt immer, wie die richtig heißen. Die haben auch irgendeinen Namen. Moai, ich habe keine Ahnung. Ich nenne die aber eigentlich mal Ostereier-Inselköppe. Und der finale Boss. Ich würde jetzt sagen, ich bin so gut wie durch, aber meistens gehe ich dann kaputt, deshalb lasse ich das. Was halt auch schwer ist, nach dem finalen Boss, kommt immer so eine Hochgeschwindigkeitspassage, wo ich halt quasi dann auch mal fliehen geschafft. Auch ein Kampf, der ewig dauert, wenn man halt schwach bewaffnet ist. Jetzt kommt noch mal so eine Hochgeschwindigkeitspassage. Und dann habe ich das Spiel eigentlich geschafft. Wobei, ich bin jetzt eigentlich so gut wie durch. Selbst wenn ich jetzt überall vorfliegen sollte. Ich habe genug Leben, dass ich trotzdem jetzt quasi da durchgeschoben werden würde. Aber ich versuche natürlich trotzdem elegant hier rauszukommen. Ich glaube, jetzt muss ich ein Stück rüber. Ja. Ach Mist, okay. Weiter. Okay. Ich bin aber jetzt eigentlich durch. Okay, ja gut, das Ende war jetzt nicht mehr ganz so elegant. Aber ich muss dazu sagen, dass ich jetzt gerade auch ziemlich erstaunt gewesen bin, dass ich ziemlich gut bei Lifehouse durchkam. Ich habe am Anfang schon erwähnt, ich bin jetzt generell nicht sehr, sehr gut in Shootern. Und gerade Lifehouse auf dem Nintendo Entertainment System, ja, wie ich bereits mehrmals sagte, ist jetzt auch kein sehr leichtes Spiel. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich zumindest ein, zwei Mal abgeschossen werde, um mir dann mühselig meine Bewaffnung wieder aufzubauen. Oder wahrscheinlich sogar ein Continue zu nutzen. Also ich schaffe, ganz ehrlich, Lifehouse sehr, sehr selten ohne Continue.
Und ja, da habe ich jetzt gerade tatsächlich einen meiner besseren, also eigentlich sogar einen meiner besten Durchgänge aufgezeichnet. Das macht mich jetzt gerade sehr glücklich. Gut, damit ist das Thema Lifehouse aber auch durch. Mein Nintendo-Stapel wird auch langsam immer weniger. Und ja gut, in der nächsten Folge möchte ich mir dann noch einmal mit Jessica zusammen Double Dragon 2 vornehmen. Ebenfalls ein sehr, sehr großartiger Titel für das Nintendo Entertainment System. Aber gut, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ja gut, sag mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.